Hier an der Quelle solltet ihr euer Ohr der Biophonie schenken. Der erbaulichsten Naturmusik in der ganzen Galaxie. Was hat Hortus Melodicus nur verstummen lassen? So etwas schafft nicht einmal Finsterzeit. Ich glaube, ich verstehe. Hortus Melodicus ist erschüttert, weil das symphonische Ökosystem zum Schweigen gebracht wurde. Zum Beispiel die Luft. Sie ist jetzt wesentlich dichter, weshalb unser Schiff nicht starten kann. Da Musik lediglich eine Determinante der mathematischen Gesetze der Harmonik ist, müssten wir die Harmonie wiederherstellen können, indem wir die Biophonien digital nachbilden. Genie, echte Musik lässt sich nicht auf Mathematik reduzieren. Sie haben so viel gemeinsam wie Oktave und Oktopus. Interessant. Die Oktave bezeichnet 8 Tonstufen auf der Tonleiter und der Oktopus hat 8... Es reicht, Genie. Ach, Guys, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Start in diese Folge. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mario und Rabbit Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wir wissen immer noch nicht so ganz, wer The Last Spark Hunter, also wer mit dem letzten Sparkjäger gemeint ist oder Jägerin. Bisher waren es immer Jägerin. Davon können wir immer noch nicht ausgehen, weil es heißt Spark Hunter. Und Spark Hunter im Englischen könnte maskulin sowie feminin, also männlich und weiblich sein. Was ist das? Ich habe den Reinigungstrank erhalten. Ich habe doch... Befreit dich von allen negativen Effekten. Danach fühlt man sich meist frisch und ausgeschlafen. Cool. Oh, by the way. Guys, in diesem Game ist es tatsächlich so, dass wir von DLC zu DLC nicht unsere Items mitnehmen können. Was bedeutet, wir müssen erstmal unseren ganzen Cash hier bei Mr. Rabbit Bot verkaufen. So, davon kaufen wir 2. Und das war's mit unserem Geld. Wir hatten tatsächlich ernsthafte Probleme schon in der ersten Folge. Und ich habe Angst, wie das Ganze hier weitergeht. Boah, bei mir auf den Kopfhörern ist das mega laut. Oh ja, ich weiß auch warum. Bei euch ist es immer leiser. Ich muss immer lauter machen. Spielen? Bitte den Groove, oh yeah. Bin hier am Dancen wie ein fliegender Speer. Der Cringe ist real. So wie das Happy Meal. Ich brauche so dringend einen Psychologen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte, unten in der Videobeschreibung verlinkt, da wo Merch steht. Das ist eigentlich eine Telefonnummer, wenn ihr da draufklickt. Damit könnt ihr mir direkt einen wunderbaren Psychologen schicken. This is awesome! By the way, es gibt sowieso gerade New Piece im Shop, diese lilanen, die ich auf Instagram gepostet habe. Checkt das auf jeden Fall aus. Ich habe von so vielen Leuten gehört, dass es das Beste ist, was ich je im Shop hatte. Deswegen checkt das aus, Guys. Checkt das aus. Ich finde es auch sehr nice. Aber lila ist nicht so meine Farbe. Wir spielen jetzt hier nicht die ganze Zeit im Groove. Drücke L und Beepos. Da war ja was. Und Beepo kann auch screamen. Wenn ihr euch remembert, okay. Hinunterklettern. Und dann fällt mir wieder ein, dass das Game Open World war. Okay, kommen wir nicht lang. Was ist... Hier können wir screamen. Ah, nun gehen wir hier weiter. Und hier ist noch eine Leiter, die wir von oben runterkicken müssen. Nice Joker. Oh, Powerblock. Ich habe ihn zuerst gesehen. Das ist meiner 5-Sekunden-Regel. Das dauert way länger denn 5 Sekunden. Kann man schütteln und schneller rennen? Ich weiß es nicht. Ey, ich habe das Spiel ewig nicht gespielt. Kann man? Ich glaube nicht. Ein Powerblock erhalten. Das ist ein neuer Hawaii der Hell. Ich finde nichts daran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der größte Kritikpunkt an Mario und Rabbit Sparks of Hope wurde hiermit weggesniped, erschossen, getötet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt wieder die guten Rabbit-Jokes. Ich hoffe, das ziehen sie komplett durch, dass man sich immer wieder umgucken kann. Weil das war ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war mein größter Kritikpunkt am Game.
Das ist diese Rabbit-Spots, in denen die Rabbits irgendwas komplett Dummes machen oder dem was Dummes passiert, dass es das nicht im Game gab. Und es ist back, so wie Rücken auf Englisch. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist erstmal ein Like auf dieser Folge wert. Da könnt ihr auch zeigen, dass ihr das feiert. Und wenn ihr diese Jokes nicht so gefühlt habt, dann... ja, weg mit euch. Nein, bitte nicht. Nur einfach mal die Wand hochlaufen. Mache ich auch immer zum Frühstück. Skurril. Außer wir können... nee, das können wir nicht. Oh, wir müssen hier was... oh! Hello there! Wir screamen erstmal rum ein bisschen. Oh, ich mag dieses ruhige, entspannte am Anfang. Ich weiß, viele von euch, TikTok und so, da ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr gering. Aber ich liebe es des Todes, wenn auch mal ein bisschen entspannt ist. Wisst ihr, da kann man auch so ein bisschen runterfahren. Und dann ist schön. Die Steps gehen wo lang? Hä? Ja, achso, die Steps führen uns nur zu der unsichtbaren Leiter. Ich will jetzt nicht in den ersten 5 Sekunden schon wieder ewig viel rausschneiden müssen. What is meine Mission? Hä? Ich gebe euch Bescheid, wenn ich was Spannendes entdeckt habe. Das hätte man auch erahnen können. Wenn wir hier drücken, verschieben sich ja die Brücken. Und weil wir ja hier den Shortcut haben, können wir jetzt rübersteppen. Das hätte mir auch 5 Minuten früher auffallen können. Aber ist ja gar kein Problem. Und was kriegen wir hier? Die Kugel. Das kennen wir doch aus dem Originalspiel. Und es ist meiner Meinung nach eines der langweiligsten, belanglosesten Rätsel. Wir schieben das jetzt rüber, gehen wieder außen rum, holen das und... weiß ich nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie die Kritik hierzu ausfallen wird. Ich habe auf YouTube schon mal geguckt, Walkthrough, nicht angeguckt, aber geguckt, wie lang das dauert. Und kann sein, dass wir hier... gut und gerne. Ich dachte, wir müssen das hier einsetzen. Bro, hä? Nein, bitte sag nicht, ich mach wieder was falsch. Hier unten was? Ja, das ist unsichtbar. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob wir 4 Stunden brauchen, ob wir länger brauchen. Keine Ahnung, aber das hier wird auf jeden Fall ein großes DLC und es wird eine Zeit lang, vermute ich mal, Kirby ersetzen tatsächlich. Weil, Kirby ist gar nicht beliebt und ich bin froh, wenn ich das verdrängen kann. Bitte guckt euch Kirby's Crafted World an. Es ist eigentlich so ein schönes, spaßiges Spiel. Ich finde es schade, dass sich das keiner anguckt. Ist ja auch egal, hier keine schlechte Laune vorbei. Wir sind weiterhin positiv gesinnt. Und wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe mega Lust, jemanden gleich so zu synchronisieren. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ach man, Leute, es tut mir leid. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. So spammen, damit so... ich finde gut, dass mir das nochmal erklärt wird, weil das ist schon 20 Jahre her. Damals, da war ich noch jung. Im Gregorianischen Krieg. Ich weiß... oh, Checkpoint! Wir kennen Checkpoints. Oh, by the way, was ich machen wollte, sind Sparks neu verteilen. Und das mache ich jetzt. So, mit 9 Sparks an unserer Seite fühlen wir uns doch direkt besser. Hier leuchtet es ein bisschen. Wo geht's weiter? Jetzt war ich so lange im Menü, dass ich schon nicht mehr weiß. Hier hinunter. Und wenn das heute so eine Erkundenfolge wird, dann wäre das so cool. Weil letzte Folge war von Anfang bis Ende nur ein Kampf. Es tut mir mega leid, wenn ihr euch das von Anfang bis Ende angeguckt habt. Es war total langweilig. Ich möchte mich dafür noch 100, 200 Mal entschuldigen. Aber heute gibt's dann wieder ganz viel zu exploren und vom DLC zu sehen. Und eine Cutscene! Wer war das denn? Ich habe das Gefühl, wir werden bald auf den oder diejenige treffen. Ich kann spielen. Chip, chip. Chip, chip. Okay. Wir smashen ihn.
Dann. Hallo, ich möchte dich hauen. Ich meine, natürlich freundlich berühren. Ein Kreuz? Ah, das. Nee. Hä? Ja, und wenn es das nicht gibt? Oh, Level 35 sind wir aber noch nicht. Oh, Dreieck. Ja. Und das hier, das habe ich 100 Mal jetzt übersehen. Ja, lost, bro, lost. Dafür. Komplette Mind Explosion of Doom. Okay. Wir haben nun einen Weg zu einer Kiste. Let's go. Achso. Wir haben den Pilz erhalten, den wir uns vorher auch gekauft haben. Ja, sorry. Oh, das macht Spaß. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch so ein Hardcore-Ultra-Kampf, der 10 Stunden geht. Ich habe keine Lust, dieses ganze Projekt hier mit Überfolgen zu machen. Aber wir werden mal gucken, was sich ergeben wird, nicht? Ich peile eigentlich 20 bis 30 Minuten an. Letzte Folge hatte Todesüberlänge. Es tut mir leid. Aber vielleicht wird diese Folge dann wieder ein bisschen kürzer dafür. Ich habe nichts gesagt. Bitte, was passiert hier? Das ist der Konzertteich. Ich habe ihn schon auf vielen Bildern gesehen. Er ist, oder war, das Herz des Planeten. Bibo, ich erfasse Rabbit-Lebensformen im Innern der Finsterzeitpfütze. Das sind die gefeierten Musiker von Hortus Melodicus. Sie sind gefangen! Beeilung! Also, wir müssen jetzt... Was? Same, Rebella, same. Wir konnten uns doch auch so spinnen. Ja, yeah, ich erinnere mich, das Spiel war voll cool. Wir können hier drüber laufen. Nein. Wir müssen dahin jetzt. Welche Stufe brauchen wir? 31. Boah, wir sind immer ganz, ganz knapp dabei. Wie viele Coins habe ich? Nicht genug. Wir gucken, wie das Ganze sich entwickeln wird. Wir hoffen natürlich, dass es nicht schlimm ist, oder? Ja, es wird schon nicht schwer sein. Ihr seid hier, um die Rabbits zu retten, oder? Sie können befreit werden, indem ihr gegen die Glühbirnen neben den Käfigen rast. So wie bei dem dritten Weltboss in Mario und Rabbits 1. Aber nehmt euch vor dieser Kreatur in Acht. Sie hat eine Bazooka in der Hand und sie kann Pfützen von giftiger Finsterzeit? Bitte was? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, So etwas haben wir auch noch nicht gesehen. Mit ja, mein Wording. Ja, macht das. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, darf ich hier weg und mit euch kommen. Dann bin ich auch im Heldenteam. Du bist nicht im Heldenteam, du bist dann unter Sparks. Aber das ist nicht so schlimm. Wir brauchen 17 Schrauben. Also, wir müssen... Dash, der hat 4000, okay. Dash. Aha. Ich sag mal so, ich glaube, wir machen nichts falsch, wenn wir uns hauptsächlich auf den Maestro konzentrieren da hinten. Den ich von hier natürlich nicht hitten kann. Wäre cringe, wenn doch. So, direkt wieder hier Concentration-Modus over 9000.
Aber er könnte doch. Nee, Bowser hat eine geringe Range. What? Hoch mit dir. Ich dachte gerade, wieso stampft der nicht? Boom. Ja. Oh. Da steht noch einer. Ich habe den legit nicht gesehen. No way. Ich habe... Oh Gott. Aber wir haben klasse Sparks. Wir können Leute wiederbeleben, wenn sie sterben. Und wir können andere Dinge tun. Das klingt ganz gut. Erstmal Schutz, Hälfte Schaden schon mal nicht getten. Dann. Den smartesten Modus, den wir tun können, wäre so. Ihn dashen. Und erstmal sleepen lassen. Dann hier hoch. Hier. Ach, den müssen wir auch dashen. Egal, dann stehe ich gleich schon mal hier, um das zu machen. Ratatatatata. Die Gang ist da. Ja, irgendwie habe ich das nicht so ganz durchdacht, nicht? Jetzt. Ah! Aber wir können Leute rufen, die uns helfen. Nein. Zum Beispiel die Robo-Koopas. Die vergesse ich irgendwie jedes Mal, dass die existieren. Aber sie existieren wirklich. Und sie können auch ganz schön wehtun. Bam. Toma, Leute. Klasse. Okay. Ich hoffe mal ganz stark, dass die in meine Range kommen. Aber well, I don't know. Mal gucken, was der Gegner macht. What? Na los. Der hat jetzt 1000 Damage gemacht. Okay, weniger. Was denn? Wenn ich da reinlaufe, kriege ich Damage. Ja, cool. Oh, das schränkt mich ein. Das finde ich gut. Gimmicks that I like, because I like. Wir müssen uns ganz stark auf diese Kollegen konzentrieren. I have the high ground, Herr Kollege. Okay, er ist down. Loser. Ja, Loser trifft. Apropos Loser. Prozent sind die Hälfte. Das ist mehr als die Hälfte, aber das finde ich gut. Ich kann ja noch einmal mit dir dashen. Rein da! Take that! Puh. Das war gut. Ja, rein da. Einfach irgendwelche Spawnen, die uns helfen. Spark Cooldown zurückgesetzt. This is nice. Aber, ja. lohnt sich halt nicht. Nee. Dann let's swap to the Gegnermannschaft. Und ich will nicht, dass du ballerst. Er hat uns nicht getroffen. Ich hasse dich. Okay, oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin mir zu 100% sicher, dass genau diese das spawnen. Da oben ist ein Einzelner. Lass uns doch mal da hingehen. Boah, ich könnte den sogar treffen mit Luck.
hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ja, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Das spawnen drei Goombas. Ist ja das schlimmste Verbrechen, das es gibt. Ah, wir können das Springen nicht zweimal usen. Wir können aber das Springen zweimal usen. Wir usen es auch noch ein drittes Mal. Weil wir nach einem Dash weiterlaufen können. Und dann würde ich eigentlich sogar hier bleiben. Weil ich ja ganz gerne den Herrn Kollegen dort treffen würde. Einen wunderschönen guten Tag, wie geht's? Sie sind gleich tot, vielleicht, hoffe ich doch. Ich könnte jetzt halt... Nee, okay. Kann man nicht. Bowie kann sich mal wieder bewegen nach ein paar Stunden. Ich weiß nicht, was da oben ist. Nichts. Panische Angst davor. Ja. Hier runterjumpen. Und den die Ultra-Bazooka einfach ins Gesicht. Da macht man nichts falsch mit. Die Koopas hinterher. Ja, das war verschwendet. Das ist ein Sniper. Nein, das ist ein Springer. Okay, ich wusste nicht ganz. Ich habe es nämlich richtig durchgelesen. Tut mir leid. Es gab zwei. Es gab einen Springer und einen davon. Ja, wir treffen halt niemanden. Zug wird abgegeben. Und, wir hoffen einfach mal, dass nichts Schlimmes passiert. Das sieht nach... Das sieht nicht nach nichts aus. Okay, also es ist auf jeden Fall eine Sache für sich, dieses Game. Die Schwierigkeit ist ja ultra hardcore. Ich habe auf einfach gestellt. Ich habe jetzt fünfmal da Damage bekommen, weil die Goombas mich hoch und wieder reingefeuert haben. Ja! Ganz arg wichtig. Und du bist auch Geschichte. Uns fehlen nicht mehr viele. Jawollo. Die Frage ist, was kann Rebella? Wie weit, wohin kann Rebella laufen? Er hat halt schon gedasht, nicht? Und man kann nur einen Teamsprung machen. Oh, ich mach schon nichts falsch. Ich habe dadurch Damage bekommen. Imagine! Man ist so lost wie ich. Und wisst ihr, wer jetzt nochmal Damage bekommt? Ja, ich natürlich. Das wäre smart. So. Ja, das ist dumm. Größter Kritikpunkt, dass man beim Dashen die unbedingt trifft. Ja, und jetzt kann ich nicht nochmal dashen, das war mir klar. Aber die Goombas machen einen Abgang. Ganz genau, so. Ja, tatsächlich. Hinter mir scheinbar. Bowie könnte noch hüpfen. Warum eigentlich nicht? Naja, so war das nicht geplant. Wobei? Hast du mein Leben? Bowie hatte eigentlich sehr viele Leben. Frage: Würden die Goombas mich erreichen? Der vorderste. Nö. Und dann wisst ihr, wo ich stehen bleibe. Der wird mich auf jeden Fall angreifen. Das ist safe. Aber. Bowser muss da ganz dringend weg.
Bowser muss da ganz dringend weg. Bowser ist der Einzige, der andere wiederbeleben kann. Bowser ist der, der halt so Stuff machen muss. Der macht einfach 2000 Damage out of nowhere. Der macht 2000 Damage out of nowhere. Okay. Es kann jetzt theoretisch alles passieren und ich habe Angst davor. Dass er wegläuft, finde ich sehr schön. Dass er ihn angreift, finde ich so schön. I don't care. Dann ist er halt down. Dann ist er halt down. Dann ist das so. Ich muss es auch mal akzeptieren. Ja, liebe, geht auf meine ganzen gespawnten Dinge. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist schön. Das ist nicht schön. Oh no. Okay, ich dachte, der würde, Rabbit Rosalina noch treffen. Wie viel fehlen denn noch? Na, diese Runde wird's nichts. Wir dashen safe mit Bowie. Und das Smarteste, was ich jetzt halt tun kann, wäre das hier. Und auf den Typen zu ballern. Weil der Rechte so oder so raus ist. Müsste eigentlich trotzdem, weil ja alle explodieren. Ja. Ja. Let's go. Ja. Dreimal Damage genommen. Jetzt ist er doch down, oder? Boah, hat lange gedauert. Schönen guten Tag. Komm, das waren richtig viele Crits. Dann halt nicht. Ja, Rap, also. Hier ist auch kein Gegner in der Nähe, oder? Und wenn, würden die auf Rebella gehen? Ich sehe mich gerade nicht in der Not, einen Spark zu zünden. Oder vielleicht sehe ich mich das ja doch. Ich weiß es nicht. Bowser, bitte. Das ist gut. Ja, das ist mir eigentlich egal. Sehr geehrter Bowser. Ich kann mich noch 70% heilen. Egal. Guys, ich muss mich heilen. Dashen. Hier durch. Wir sind jetzt mit allen hier. Können wir da hoch? Bitte. Nein, 5 cm fehlen. Wir können den hier dashen. Aber wir können nicht mehr dashen. Ja, dann safe, safe. Bowser kann bis hierhin. Nein, nein, Bowser. Bowser geht. Nee, nee, smarter wäre hierhin. Bowser geht hierhin. Und Rabbit Rosalina versucht, einen Sprung zu holen. Der bitte bis zu dem Ding hier oben reicht. Ja. Da kann nämlich Rabbit Rosalina das gleich machen. Oh lol, der spawnt ja so oder so. Aber wir können mit allen Schüssen darauf gehen. Weil das ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja sonst keine Gegner. So. Mit Rebella wollte ich die beiden tatsächlich machen. Wieso kann Rebella nicht springen? Ich kann springen. Da steht einmal Sprung geht noch. Cursed. Ich habe die Gegner da hinten übersehen. Ich hab's gemerkt. Bitte mach ihm gut Damage. Mach ihm gut Damage. Das wäre wichtig jetzt. Oh, das war ja ein bisschen lost, dass ich den übersehen habe. Bei beiden, also bei ihm wäre die Chance höher, dass er raus ist, als bei dem oben. Ja, ist er trotzdem nicht. Und halt auch nur ein bisschen Damage machen. Das würde mein Damage reflektieren. Smart. Smart, den zünden.
Ja, okay. Und jetzt mal freundlich gucken, was passiert und einfach mal hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Mit Glück sollten wir doch jetzt die Zone fertig sein. Gumbas kommen nicht bis zu uns. Ja, okay. Der allerdings steht direkt neben mir. Aber das ist halt nur einer. Der kann einmal dashen und einmal schießen. Ja, ansonsten nichts. Der sollte, glaube ich, nur bis zu den zwei vorne kommen. Ja, und das ist mir relativ egal, weil den habe ich gerade hochgeheilt. Ja, das passt. Ist das hier der letzte? Ja. Let's go! Schön aufgefüllt, aber noch nicht die nächste Stufe erreicht. Das ist tatsächlich nicht gut. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass uns jemand nachspioniert. Das warst du, richtig? Ich bin Allegra. Wächterin von Hortus Melodokis. Ich kann mein eigenes Land nicht aussprechen, es tut mir leid. Verzeiht meine Vorsicht. Aber ihr seht mir nicht gerade wie die typischen Helden aus. Gefällt mir. Endlich mal jemand, der uns durchschaut. Schatten. Wir hatten zuletzt Pech mit Fremden. Eine Besucherin sorgt leider zurzeit für ziemlich miese Stimmung und orchestriert das Chaos aus dem Schatten heraus. Sie jagt die gefallenen Sterne, denen wir Zuflucht gewährt haben, und zerstört die Melodie unserer Gärten. Eine Sparkjägerin? Hier? Unmöglich. Sie sind besiegt. Alle. Ja, ich weiß nur, dass sie meine geliebten Musiker in Gefahr gebracht hat und den gefallenen Sternen das Leben schwer macht. Monster. Und meine liebste Freundin verscheucht hat, ohne die wir unsere Biophonien nicht spielen können. Stille Brot. Und unsere Biophien wird Hortus Melodicus, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, ihr könnt mal alle ein Like dafür dalassen, ins Nichts versinken. Einen stillen Coda der Galaxie. Lebt wohl. Hinter diesem Tor befindet sich ein selten genutzter Durchgang, der mich zu einer hoffentlich unversehrten Freundin führen wird. Folgt mir, wenn ihr wollt. Das ist auf jeden Fall interessant. Und Guys, wenn ihr wissen wollt, wie es an dieser wunderbaren Stelle weitergeht, lasst ein Abo da, da werdet ihr nämlich direkt benachrichtigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.